Robert Glatzel auf dem Weg zum Ballon d'Or Part 2. Im vierten Jahr gehörte Glatzel zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Havertz, Neymar und Vlahovic. Gewonnen hat aber der andere Deutsche, und zwar Havertz. Aufgrund einer Verletzung im vierten Jahr konnte Glatzel nur 10 Tore erzielen und er ist runter auf eine 87. Im fünften Jahr sind die Favoriten Vinicius Junior, Felix, Neymar und Sancho. Gewonnen hat aber Foden. Im fünften Jahr konnte Hamburg die Bundesliga sowie die Champions League gewinnen. Dabei sind Glatzel 36 Tore und 3 Torvorlagen gelungen und er ist hoch auf eine 88. Und das wurde anschließend mit dem Ballon d'Or belohnt. Wen sollen wir als nächstes machen? Schreibt es in die Kommentare.